Herzlich willkommen auf YouTube. Wir sind angekommen am Feld, hatten zwischendurch einen NS-Absturz ohne ersichtlichen Grund, weil in den Wachs stand nichts. Na, aber jetzt wollen wir mal schauen. Na, diese Folge geht es um den Reifer. Gucken wir mal gleich ein schönes Bild hinkriegen, wo wir auch was greifen. Erstmal ist das Ding weiter nach vorne und dann schauen wir mal, ob man hiermit noch was greifen kann. Ah! Nicht. Ich darf nicht lenken. Bin schon ganz oben. Ach, guck mal, Sticky. Abend RCB Gaming.
Wenn ich dem Stefan sage, ab jetzt muss er so das Holz verladen, dann schlägt er mich. Das ist die Fußarbeit, ne? Aber bis hierher funktioniert, ne? Oder was meint ihr? Okay. Machen wir mal ein paar größere Stücke. Nachher versuchen wir dann auch mal mehrere Stücke. Hier sehen wir schon, dass der mal vielleicht ein bisschen mittiger greifen soll. Falsche Richtung. Sollte mein Ball schon gewachsen sein. Ich denke nicht, dass wir hier mit zwei gegriffen kriegen. Aber hey.
Lass mich da gerne eines Besseren belehren. Ich denke, das ist ein aussagekräftiges Bild. Jetzt habe ich wieder das Lenkrad bewegt. Setzen wir mal diese komische Linie ein. Sehe ich nämlich, wo die Nulllinie ist. Bin mal gespannt, ob die so gestapelten nachher beim Fahren auch ruckeln und flippen. Oder ob das nur die. Wie geht das uns ab hier? Oder ob das nur die sind, die man per Autoload stapelt. Die so flippen. Nicht das Lenkrad bewegen. Alter, ich weiß nicht, was hier los ist, aber guckt euch mal an, wie schön die Bäume hier auf einmal zu handeln sind. Irgendwie vom anderen Stern. Aber ich weiß ganz genau, dass wir in Terra Live Plus nichts mit Bäumen gemacht haben.
Ja, RCW, du hättest nicht dafür das, die Geduld. Und ich weiß nicht, warum es funktioniert. Aber noch ein Stückchen zurück. Ah, Kopf loslassen, die Richtung wollte ich. Ups. Ja, das war jetzt kein Spielfehler, sondern ein Spielerfehler. Na, wie geht er nicht mehr drauf, wa? Weiß, der Stefan wird mich dafür hassen, aber ich weiß auch, er wird es auf jeden Fall versuchen. Ich guck was anderes wie diese Greifer an diesem, wie hieß dieses Gerät noch? Dem Heizum 8. Man muss auch sehen, ich habe jetzt hier schon eine guckt ein bisschen weit raus hier, ne? Ich habe jetzt 20 Minuten gebraucht, um das einzuladen. Ich meine, es sah jetzt alles so locker fluffig aus und wir haben auch eine ganze Menge verladen. Aber überlegt mal, wie viel Geld man mit Holz macht und wenn man 20 Minuten braucht, um so einen Wagen zu beladen, das ist schon heftig, ne? So, jetzt müssen wir aber in Außenansicht fahren, weil. Und dann sehen wir ja, ob der versucht, uns umzuwerfen. Sagt die Performance. Spielperformance sagt 60% immer noch. Also 60 Frames. Okay. Ja, haben wir. Deswegen machen wir ja auch gleich noch mal eine Runde mit dem Hannibal. Ah, wo verkaufen wir den jetzt?
Futterstrom-Mischrationen. Jetzt wollen wir merken, wo ungefähr Holz ist. Bin wieder dran vorbei, nehme ich an der. Pass auf, wir haben hier erst die Sachen zum Pflanzen. Dann kommt Heu und Silage. Dann kommen die normalen Futtersachen, Milchsachen, Stroh. Dann kommt das Futterzeug, Kalk. Heupellets, Eier, Wolle, Butter, das Käsezeugs. Wieder vorbei. Ja, aber da ist kein Filter, zeigt doch Holz an, oder? Ein Revamp hat jetzt eine tolle Filterfunktion. Früchte. Super. Gräser. Silage. Futterkrabs. Oder Zutaten. Fällt natürlich auch. Saatgüter. Produkte. So, und Holz ist ja kein Produkt, oder? Holzbalken, ja, schon klar. Kartonrolle, Möbel, Bretter. Nein. Tiere. Und keiner. Also, es gibt keinen Filter für Holz. Ich möchte aber jetzt trotzdem wissen, wo ich das Holz verkaufe. Ah, da ist es doch. Es kommt nach den Mischrationen. Biomasse-Heizkraftwerk. Das ist. Ja, wunderbar. Eben hat der Philipp gefragt, ob der Wald schon gewachsen ist. Das kann er jetzt gleich mal sehen. Weil. Unsere eigene platzierte Verkaufsstation ist diejenige, die gerade den besten Preis hat. Wir müssen mit der Außenansicht. Wenn der uns nämlich jetzt nicht umwirft und keinerlei Macken macht, dann müssen wir das noch ein bisschen weiter ausprobieren. Das würde dann nämlich bedeuten, dass das Rumspacken vom Holz auf dem Anhänger die Ursache ist der Autolot. Okay, beim nächsten Mal denke ich früher ein. Ne? Es hat doch geblinkt, ey. So, also ich habe jetzt noch keinen tänzelnden Baum gesehen. Ich bin auch nicht irgendwie zur Seite gedrückt worden. Gut, wenn ich jetzt scharf einlenke, dann müsste ich natürlich umfallen, weil wenn du mit so einem Gewicht 40 fährst, selber schuld. Aber so dieses typische, dass er mich quasi auf die Seite schiebt, weil er sich drehen will. Das geht nicht. Ja, Robert, ich wäre für einen Filter. Alles andere. Okay. Da hat sich jetzt nichts bewegt. Na gut. Heimsen wir jetzt erstmal hier 16.000 ein. Aber wie man hier sieht, hier ist noch nichts gewachsen. Hier sind die Setzlinge, kann man noch durchfahren, sind noch winzig klein. Macht ja auch keinen Sinn, dass die jetzt schon gewachsen sind. Ja, kann auch sein, dass wir den Forst-LKW jetzt hier nicht mehr brauchen, weil wir haben jetzt einen guten Mechaniker, der heißt erhöhtes Drehmoment. Extra für hügelige Karten wird das Drehmoment der Traktoren etwas erhöht. Den testen wir jetzt mal, aber da Stefan ja jetzt gerade nicht da ist, ist das ja natürlich sehr einseitiges Testen.
Die Frage ist, was machen wir jetzt? Testen wir jetzt nochmal. Autoload geladen. Dann wieder was passiert. Machen wir das einfach mal, ne? Und ja, haben wir ne? Zum Thema Stapeln, siehst du hier? Ne? Das sind die Häufchen, die ich mit einem Vollernter mache. Wie gut man da reingreifen kann mit der Zange. Das testen wir bestimmt auch gleich noch. Aber jetzt. Machen wir erstmal Autoload. Ja, das ist auch Shift B, ne? Nee, Shift R. Aber was ihr mir mal verraten könnt, ich habe jetzt bei einem anderen Streamer gesehen, der hat gesagt, er hat, er spielt selber auch in 21:9. Der macht seine Streams aber in 16:9. Und der geht einfach hin und lässt hier, ne, so diese Seite, ne, rechts und links, fehlt halt ein Stück. Das zeigt er halt gar nicht. Weiß nicht, dann könnte man ja gar nicht sehen, wie viel Uhr es ist oder so. So, schon voll? Ja, ne? Klar bringt es das jetzt mehr, weil dann hat er jetzt ein bisschen was höher gestapelt, aber. Schauen wir mal, ob er uns jetzt wieder versucht umzuwerfen oder ob einer davon Flipflop spielen will. Ja, irgendwas Außergewöhnliches, außer die Buckler, die schon mal so einen Server hat. Sagen, ich habe hier im OBS gar nicht so die Möglichkeiten, wie ich das in diesem Stream Manager habe. Also ich denke, der Stream Manager, den werde ich wohl wieder brauchen. Gut, also der Verdacht, dass es am Autoload liegt, ist damit hinüber, würde ich sagen, ne? So, auf YouTube danke ich fürs Reinschalten. Schauen wir jetzt mal, ob wir vielleicht noch eine Folge machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.
und tschüss.